Hey liebe Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Natürlich wie immer mit dem Zelda-Band. Ja, im letzten Part haben wir schon einige Aufgaben im Dorf gelöst hier in Ordon und außerdem auch schon einige Items erhalten, wie zum Beispiel die Schleuder oder hier die Flasche Milch oder auch die Angel. Und das Schwert haben wir sogar auch bekommen. Ja, und wir haben festgestellt, dass ein Affe hier ins Dorf kam und die Kinder so gierig darauf waren, ihm hinterher zu gehen. Und unsere Aufgabe besteht wohl jetzt darin, dass wir diesen Kindern mal folgen, um zu gucken, was da genau vor sich geht. Na gut, aber erstmal müssen wir sagen, gucken wir mal, was die hier zu sagen hat. Wo bleiben sie nur? Gute Frage, denn das wollen wir jetzt mal klären. Die sind wohl in die Richtung gelaufen, was glaube ich nicht ganz verkehrt aussieht. Aber wenn ich mal so nebenbei sagen will, wollte ich vielleicht vorab erstmal ein paar Rubine sammeln, denn die können ja später irgendwie noch nützlich werden. Und wir haben ja jetzt erstmal nur 14 Stück. Von daher würde ich sagen, sammeln wir mal so ein paar Rubine ein. Es gibt ja immerhin so ein paar, vielleicht nicht die meisten, aber na gut, besser als nichts. Was hat ihn jetzt noch zu sagen? Taro und Maro sind weg. Sie wollten diesen Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Na gut, ja, müssten wir. Und endlich können wir mal hier durchlatschen. Denn vorher war ja hier abgeschlossen, weshalb es nicht möglich war, hier durchzugehen. Aber keine Ahnung, wie die Kinder es geschafft haben, das da aufzumachen. Aber Hauptsache, wir können mal neue Gebiete entdecken. Aber was hat denn das Baby? Ich glaube, Maro ist das noch zu sagen. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte such ihn, Link. Ja, das können wir machen. Wisst ihr was, Leute? Jetzt können wir endlich den neuen Teil von Twilight Princess so Ristis entdecken. Also nicht nur in so einer Sequenz, sondern mal so Ristis. Und da habe ich jetzt Ristis noch drauf. Und zwar auf den Wald von Firone. Kennen wir ja zum Beispiel auch aus Skyward Sword. Da gibt es ja auch einen Wald von Firone. Ja. Ich muss mal sagen, schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um, was es denn hier so Schönes zu entdecken gibt. Vielleicht könnten wir ja auch ein paar Rubine sammeln, indem wir hier einfach mal durchlaufen. Denn wenn man durch diese Gräser läuft, kommen da ab und zu mal wirklich ein paar Rubine. Aber halt ist immer. Könnte man durch... Ah! Man kann sogar gegen Bäume rollen, damit Rubine kommen. Das ist sehr interessant zu wissen. So. 18 Rubine, ich hoffe, das reicht noch für spätere Angelegenheiten. Ja, ansonsten würde ich sagen, hier können wir ja schlecht rüber. Aber Gott sei Dank haben wir hier ja... Epona-Gras nennt sich das einfach mal. Und wir holen mal unser... schönes Pferd. So. Vielleicht können wir auch mit Epona weiter hier entdecken. Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen sinnvoller. So. Sehr schön. Na gut, wir lassen Epona mal hier. Wenn wir sie wieder brauchen, dann können wir sie ja holen. Ja, ich muss eigentlich sagen, dass das hier eigentlich wunderschön ist, so diese Quelle. Also... wirklich idyllisch. Ich muss ja sagen, wenn es diesen Ort Wirklichkeit gäbe, würde es hier wahrscheinlich den ganzen Tag sein, wenn es könnte. Naja. Na gut, aber was mir da auch einfällt, ist, da muss ich mal gucken. Jetzt ist links Kleidung nass. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Da. Guckt euch mal an, wie schnell seine Kleidung wieder trocken wird. Also, wirklich interessant. Also, ich habe mal davon gehört, dass es so mittlerweile, dass so eine Entwicklung mittlerweile so Badeanzüge gibt, die man, die halt aufgrund von irgendwelchen Sachen, Bedingungen im
im Wasser selber nicht nass werden, sondern irgendwie trocken bleiben. Also wirklich sehr interessant. Ich hoffe, das gibt es irgendwann mal. Und dann könnte man da so wie Link sein, wenn man Badehose ist. Einfach rauskommen, ohne dass die Badehose dabei nass geworden ist. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir durch diesen Tunnel. Und schauen mal, ob es hier gelegentlich ein bisschen was an Bienen gibt. Vielleicht können wir sogar Gras schneiden. Also wenn wir hier Gras schneiden, erhalten wir tatsächlich manchmal Bienen. Hier. So, mal gucken. Weg zum Wald, schrei nach rechts. Im Wald ist es finster. Links, List gibt es hier. Koro, Verwalter. Ja. Alles gut eigentlich. Würde ich mal sagen, nicht dagegen, sondern wir gucken noch mal nach den Bienen. Aber so wie es aussieht, gibt es im Moment hier keine. So, können wir da eigentlich rüber? Nee, oder? Verschlossen. Wie vorhin da bei der Tür. Und hier sind natürlich Felsen im Weg. Daher würde ich sagen, bleibt es nichts anderes als mal hier mit diesem Koro zu sprechen. Ach, aus Ordon. Na, typisch. Weißt du denn nicht, dass es selbst am Tage gefährlich ist, ohne Listen in den Wald zu gehen? Hier gibt es jede Menge Höhlen und so, wo es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Du erhältst die Lampe. Öffne mit Minus den alten Bildschirm, lege sie auf B, um die Dunkelheit zu erleuchten. Drücke bei erleuchteter Lampe nochmals B, um die Dinge zu entzünden. Stehst du, kannst du die Lampe mit A löschen. Um die Lampe zu entzünden, benötigst du natürlich Öl. Na klar. Ist auch nichts anderes zu erwarten. Ich verkaufe hier Öl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe List. Außerdem kannst du auch Feuer mit ihr anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch doch einfach mal unter dem Topf ein Feuer anzumachen. Okay, aber erstmal Lampe ausrüsten und hier auf B legen und einmal B drücken. Sehr schön. Siehst du, das Feuer ist an. So kannst du die Lampe jederzeit verwenden. Wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Ja, ihr seht, wie gesagt, dass hier diese Leiste gibt an, wie viel Öl noch in der Lampe ist. Und wenn die halt leer ist, dann ist natürlich kein Öl mehr in der Lampe und die geht aus. Und das Schöne, jetzt können wir auch Fackeln anzünden. Aber ihr seht, das geht relativ flott. Deswegen mach sie mal aus, um nicht noch mehr zu verschwenden. So, mal gucken, was in seinem wunderschönen Haus drin ist. Denn vielleicht ist das ja auch mal ein Wert, hier mal was zu sehen. Aber so wie es aussieht, ist hier nichts Brauchbares. Schade, aber in manchen Häusern kann man ja noch was Tolles entdecken. Da fällt mir übrigens gerade ein, dass wir ja in unserem Haus unten einen Keller haben, den wir überhaupt nicht erleuchten können. Das heißt, wenn wir da vielleicht mal zurückgehen, vielleicht später oder so, könnten wir da vielleicht die Lampe anmachen und mal gucken, was es da zu sehen gibt. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns dieser Weg noch. Oh, oh, hier haben wir die ersten Gegner. Was haben wir gesagt? Anvisieren und schlagen. Okay, naja. Diese Pflanzen begegnen uns noch häufig, aber die sind eigentlich relativ einfach. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Okay. Dann ab in die Höhle mit uns. Aber da wir wissen, Höhlen sind dunkel, wie der gesagt hat, empfehle ich hier die Lampe anzumachen. Ich finde es übrigens sehr gut, dass es hier auch solche Fackeln gibt. Da muss man nicht jedes Mal hier das Licht anmachen. Und Fledermäuse haben wir schon, also schon recht viele Gegner am Anfang, muss ich sagen. Aber die Karte und die Lampe weisen uns den Weg. Nochmal, ich glaube, die letzte ist keine Ahnung, wie heißt es, glaube ich, Dekurana, oder? Ich bin mir da jetzt eine Sister. So, was haben wir hier? Kann es sein, dass wir die vielleicht anzünden müssen?
Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Dann ist das ein Ratte. Interessant. Na gut, zünden wir mal an. Jetzt können wir auch die Lampe vielleicht ausschalten. Da wir hier jetzt zumindest ein bisschen List haben. Und vielleicht können wir sogar die Töpfe kaputt machen. Tatsächlich. Blaue Rubin, ja, das habe ich auch gesagt. Wenn es ab 5 Rubinen sind, dann wird jedes Mal im Spiel neu angezeigt. Da wird jedes Mal neu angezeigt, wie viel die Rubine wert sind. Als ob das Spiel mir immer das wieder neu sagen müsste. Obwohl wir das doch schon längst kennen. Also, das ist total dämlich. Ganz ehrlich, jetzt auf Deutsch. Aber na gut, muss ich das mal vorlesen? Okay. Ja, dann noch eine Laterne und dazu noch eine Truhe. Ein gelber Rubin, ist 10 Rubine wert. Ich glaube, es ist sogar die erste Truhe. Das ist auch eine schöne, dass es einfach Schatztruhen gibt im Spiel, die man einfach öffnen kann. Und da sind dann so diverse Dinge drin, wie das Herzen. Ne, Herzen jetzt eher nicht, das gibt es glaube ich in Ocarina of Time, das ist auch mal so Herzen. Für die Herzleisten drin sind. Aber was auf jeden Fall gibt, sind Rubine und so andere diverse gute Sachen. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, verbrennen wir mal das Netz wieder mit unserer Lampe und erkunden mal diesen großen Teil des Dingsbums. Des Waldes von Pirone. Ja, eigentlich ist ein Rest, schon ein Rest verwinkelter Teil hier. Also ein bisschen Orientierung ist wohl möglich, aber mit Hilfe der Karte müsste es liegen. Ich habe auch ehrlich gesagt den Verdacht, dass diese beiden Punkte hier auch sowas wie Zielpunkte sein könnten. Na gut, lass uns mal vielleicht zum linken Punkt gehen, um da mal zu gucken, was es da so gibt. Eigentlich bis jetzt ganz... Oh! Hier haben wir schon mit Goblins oder Trollen zu tun. Aber mit euch werde ich mich nicht lange aufhalten. Ich muss außerdem sagen, dass eigentlich die Gegner in Twilight Princess allgemein total einfach sind. Auch von diesen ganzen Dekuranern hier. Die muss man ja lediglich mal einfach so schlagen. In Skyward Sword ist es so kompliziert, also das könnt ihr euch erst nicht vorstellen. Da öffnet sie ihren Mund so in verschiedenen Richtungen und dann muss man im richtigen Moment da zuschlagen, damit die überhaupt Schaden kriegen. Es gibt auch welche, die bei denen ist man in Skyward Sword wird außerdem mehr abgezogen. Also, ach, oh, schon haben wir ein Herz. Ja, weil das passt hier. Unsere Maßnahme stört uns. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Monster hier unsere schönen, unseren Haro eingestellt haben. Na gut, also wie es aussieht, ist diese Höhle wohl das rote Ziel. Dann würde ich mal sagen, verlieben wir euch fast mal und schauen mal, was es hier drin zu entdecken gibt. Ja. Entschuldigung, ich muss mal kurz auf den Tisch klopfen, denn der macht so dumme Geräusche. Jetzt ist okay. Ja. Dies erleben wir natürlich auch. Dies aufhören lassen und schon Herz erhalten. Wodurch wir jetzt hier 3 Herzen haben. Noch eine Truhe. Wunderbar. Ja. Du erhältst einen kleinen Schlüssel. Eröffne dir das Tor zum Wald von Pirone. Okay, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu wir jetzt einen Schlüssel brauchen, aber einen Reserve ist ja immer ein bisschen besser als gar nichts zu haben, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, zünden wir mal diese beiden Dinger noch an. Und? Ach cool! Da halten wir ja eine Tür, die da steht. Haha. Also, nichts wie diese Tour auch noch öffnen hier. Wow, nicht schlecht. Du erhältst ein Herzteil. Sammle 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten.
Ja, dann ist es so, wenn man nimmt, das sieht man jetzt hier schön an dem. Wenn man nämlich 5 Herzteile sammelt insgesamt, dann kriegt man ein Herz mehr. Das heißt, hier würde es dann die Herzleiste um ein Herz erweitern. Was eigentlich ganz praktisch ist, denn im Verlauf des Spiels werden die Gegner und die Quests natürlich schwieriger. Und da mehr Herzen zu haben, kann wirklich ein bisschen schaden. Es gibt natürlich Leute, die auch den ganzen Kram mit 3 Herzen durchmachen. Aber die Überlebenschancen da sind eigentlich relativ gering. Weil da gibt es Gegner, die ziehen sogar 2 Herzen, aber da wäre man so schnell am Arsch. Deswegen lass es lieber mit allen Herzen. Man kann übrigens insgesamt 20 Stück erhalten. Und zu 100% gehört natürlich auch alle Herzenteile einzusammeln, dass man auch 20 Herzen am Ende hat. Ist nicht immer ganz so einfach, alle Herzenteile zu holen. Aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Ich habe es auch immer geschafft. Natürlich kennen es nicht mehr alle Orte, wo sich die Herzteile befinden, aber Hauptsache, es kennen so die Orte. Na gut, ansonsten könnt ihr mir ja, wenn ihr was wissen solltet, sofern ihr das Spiel kennt, mir vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das allgemeiner machen könntet, falls ich mal Hilfe brauche oder so. Ja, denn das würde wirklich helfen hier im Spiel, das so wirklich hundertprozentig zu schaffen. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, gucken wir doch mal, gehen wir doch mal zu diesem roten Punkt hier oben. Und zwar auf Deutsch sagen muss, diese Scheißwürdelattacke manchmal nicht, also könnte hier so wirklich vom Nutzen sein. Zweitens muss ich dazu noch sagen, ach, hier benutzt man den Schlüssel, also gut, dass wir den eingesammelt haben. Zweitens muss ich noch sagen, ich habe es im Verdacht, dass ihr ein paar Ohren gesperrt habt. Also ihr sollt sofort sterben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir werden euch zeigen, wer der Boss ist. Ganz einfach. So. Was haben wir hier denn Schönes? Mal gucken. Ja, also dass mein Wirbeltag überhaupt funktioniert, ist ja eigentlich, finde ich, zumindest eine Seltenheit. Also später lernt man auch noch sowas, eine Schildattacke nennt es das, als will ich so spoilern, damit kann man so ein Schild nach vorne bewegen. Und das kann auch mal ganz praktisch sein, aber leider funktioniert das auch nicht immer. Von daher, leider Gottes. Na gut. Dann Spitze. Jetzt noch kaufen, kauf noch was. Ja, ja. Mal sehen, was hier gibt. Trills Laden. Geld bitte in die Kiste werfen. Ja, das ist nämlich so ein Laden, willkommen, kauf was. Nämlich so ein Laden, wo wir einfach so, glaube ich, Lampenöl und so ein rotes Zeug kaufen können. Und da muss man das Geld einfach in die Kiste werfen. Geld einfach in die Kiste werfen. Naja, können wir jetzt natürlich noch nichts machen, weil wir nichts gekauft haben, aber man kann theoretisch auch was klauen, aber das mache ich halt nicht so gerne, weil der sonst immer auf uns hier losfliegt und uns dann auch hier wehtut und Schaden macht. Deswegen am besten immer nur ein Rubin, dann ist er zwar nicht zufrieden, aber er lässt uns immer noch rein. Also, gucken wir mal, was es hier so gibt. Rotes Elixier, 30 Rubine. Sud aus Pilzen und Kräutern zur Wiederherstellung deiner Kräfte. Der Hit in Hyrule. Wird auf Wunsch in eine Flasche auf B gefüllt. Ja, brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wir haben ja jetzt... Ach, Quatsch. Da haben wir jetzt nur eine Flasche Milz. Aber hier haben wir Lampenöl, 20 Rubine. Der nestliche Wald ist finster und gefährlich. Lass dein Öl nicht ausgehen. Wird auf Wunsch in eine Flasche oder direkt in deine Lampe auf B gefüllt. Wisst ihr was? Unsere Lampe ist schon leer, fast leer. Daher füllen wir die mal auf. Du füllst Öl in die Lampe. Die Lampe ist jetzt voll. Wenden, lege sie auf B. Okay. Dann werfen wir jetzt mal einen Rubin in die Kiste. Grad zu wenig. Ist mir scheißegal. Also mit dir müssen wir uns eigentlich nicht lange im Spiel aufhalten, denn es gibt irgendwann demnächst mal mehr.
denn es gibt wirklich im Spiel irgendwann viel bessere Orte, wo man wirklich fairer und günstiger vielleicht auch an rotes Elixier und so einen Kram rankommt. Außerdem ist rotes Elixier nicht nur das einzige. Rotes Elixier ist nämlich ein Mittel, das bis zu 8 Herzen auffüllt. Aber dann gibt es zum Beispiel noch blaues Elixier, das alle Herzen auffüllt. Dazu irgendwie noch sagen muss, ich finde es so ein bisschen schade, dass man die Items in Twilight Princess allgemeines upgraden kann. Das geht einfach nicht, die Tränke auch nicht. Das ist das, was ich nicht so gerne mag. Also man hätte da wirklich was überlegen können, das zu machen. Denn das hätte wirklich vielleicht Erfolg für das Spiel auch gebracht, viel. Mit Skyward Sword war das, ist das möglich. Da kann man nämlich einige Items upgraden, weshalb das auch so mein Lieblings-Zelda-Spiel ist neben dem. Weil da kann man einfach die ganzen Items bei so einem Werkstatt-Typ upgraden, was sehr nützlich ist auch. Na gut. Dann gucken wir mal, was es hier zu finden gibt. Neben einer Figur noch wenn ich was sagen muss, ist er da hinten eigentlich schon Schluss. Das heißt, irgendwo müssten wir da doch Taro finden, oder? Ja, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Okay. Eigentlich ganz nützlich. Ja, dann, lieber Taro, nichts wie deine Rettung hier. Aber vorher werdet ihr Idioten noch erledigen. Erwartet, hast mir ein Viertelherz abgezogen. So schnell erlangen, ich werde euch überhaupt nicht vorstellen. Also, sperrt euch. Das ist ja das Unverschämte hier, einfach ihr Kind einzusperren. Also, wir zeigen, wer Boss ist. Hilfe, Hilfe! Hol mich hier raus! So, also, einmal ran und Wirbelattacke. Gerade. Und zack, zack, zack. So, gerettet. Also, probier das ist normal. Also, ihr wisst, der Wald ist voller Monster. Also, lasst es lieber sein, muss ich dazu sagen. Taro, gut, dass wir gekommen sind. Wenn du nicht gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich netter Kerl. Er wollte mich beschützen. Und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also, bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Ja, ja, schon gut. Link. Ah, Mo. Oder? Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden. Findest du nicht? Hoffentlich passiert nichts noch Schlimmeres. Aber Link, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Haha, ja, wäre schon schön, sie zu treffen, ehrlich gesagt. Na gut. So, wo landen wir jetzt? Ah, auf der Weide. Wieder beim hellsten Tag. Ja, also da ist schon was dran, Leute. Bald ist es dämmerig irgendwie und jetzt ist hier Tag. Hey, hey Link! Ja, hat er uns dazu zu sagen. So, Link, langsam ist es wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Ja, von mir aus. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Hippona und reiten zurück. Was? Also gut, es geht los. Hey. Hä? Sag bloß, wir müssen jetzt nochmal. Ja. Jetzt müssen wir hier tatsächlich 20 Ziegen treiben und dazu
noch in Zeitbegrenzung. Also das habe ich euch ja gesagt. Das könnte irgendwann eine etwas heikle Angelegenheit werden. Aber insgesamt ist das ja ganz gut. Dann seid ihr zweimal dran. So, in den Stall mit euch. Okay. Dann bist du mal dran. Los, in den Stall mit dir. Was machst du hier? Na los. Ja, sehr schön. Okay, dann noch ihr beiden. Ach Mann. Ja, Ziege. Hauptsache du kommst auch noch rein. So, rein mit euch, aber ganz schnell hier. Wo wartet ihr noch? Und rein mit euch. Ha, unter anderthalb Minuten. Eigentlich ganz gut. Da merkt man, dass du ein erster Profi bist. Du bist 1,37 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister. Er erwartet es schon. Ja, das kann sein. Daher würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zurück ins Dorf. Denn dann haben wir ihm ja genug geholfen. Ordon. Fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest es jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Halu selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, Entschuldigung, wenn der Repräsentant morgen zu spät beim Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Link auf. Aber was ist das? Was soll das? Das Abitur ist ja verletzt. Oh scheiße, Link muss sich schämen. Link, hast du Ebona wieder zu grob angefasst? Aber Lia, regst du das gleich so auf? Vater! Hört für die Fresse, Mädchen. Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Ah, die beiden guckt sich so an. Keine Sorge, Ebona. Ich bringe es gleich zur Quelle im Wald. Der Listgeist, der dort nun für deine Verletzung ist, er gleich wieder heilen. Aber Ilia... Ohne Ebona kann Link das Geschenk doch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Ja, es ist einfach unser Pferd, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kümmern wir uns sonst drum. Naja, egal, was soll's. Ja, dann würde ich mal sagen, letzte gute Tat für heute. Mal mit der Lampe unseren Keller betrachten. Und mal gucken, was es da drin so zu entdecken gibt. Aber vorher... Du, Link, gehst du zu Ilia? Ich würde ja auch, aber die anderen... Du, Link, sollen wir nicht zusammen gehen? Ja, ist okay. Aber erstmal müsstest du gucken, was es eigentlich im Keller so zu entdecken gibt. Da wird's die Lampe haben. Ich würde sagen, das ist auch das letzte Gute, was wir in diesem Part mal noch schnell erledigen. Okay. Also Gott sei Dank kann man die Lampe benutzen, was sehr hilfreich ist, denn jetzt wollen wir den Keller mal anzünden. Okay. Ja, normaler Keller.
und sogar mit einer Truhe. Wunderbar. Also ohne List hätten wir die gar nicht gesehen. Oh, sie enthält ein Lila Rubin. So einer ist 50 Rubine wert. Den hat wohl jemand ganz vergessen. Ja, 50 Rubine, das ist schon, da ist schon eine Sache dran. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir für den heutigen Part eigentlich recht viel gemacht. Haben den Wald von Firone entdeckt. Haben außerdem noch Taro gerettet. Und haben auch schon, und haben auch gemerkt, dass jetzt, Ilya mit dem Pferd weggegangen ist. Also, liebe Leute. Das war's dann erstmal für diesen Part. Nächstes Mal werden wir dann uns mal zu dieser Quelle da begeben, um mal zu gucken, was mit Epona und Ilya ist. Und sehen dann, wie das Spiel mal weitergeht. Ihr freut mich hoffentlich auf mich. Ich freue mich natürlich auch auf euch. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.